Wir können noch froh sein, weil wir uns im gesellschaftlichen Abwärtstrend befinden. Oberhalb vom Mittelstand geht's bergauf. Für alle anderen wird's künftig noch schwerer und anstrengender. Das ist der Preis für den Kampf um die Weltmacht und Dominanz, imperial und global, horizontal und vertikal, also im globalen Wettbewerb und auch alle untereinander, also oben ein großes Sumo-Ringen und ganz unten die ganz kleinen Ameisen mit den ganz großen Riesenegos. Aber es sind nicht mal die Regierungsparteien, die entscheiden, wo es lang geht, sondern die übergeordneten Sachzwänge entscheiden es. Und die großen Sumo-Ringer auf der Weltbühne sagen ihren Vasallen, wo es lang geht. Der IWF gibt Richtungsweisungen, wie das Demografieproblem zu managen ist. Und was der IWF empfiehlt, ist Messlatte für das Rating durch die Ratingagenturen und somit ausschlaggebend für die künftigen Zinssätze der Staatsverschuldung und für die Fähigkeit zur Aufnahme von weiteren Krediten. Punkt, Punkt, Punkt. Alles greift perfekt ineinander, aber eben nicht nur wie bei einem Uhrwerk, denn das alles sind nur Rahmenbedingungen. Denn eine ideale neoliberale Ordnung ist im Prinzip ein völlig freies Spiel der Kräfte, ein Spiegelbild der wilden Natur, ein durch und durch schöpferisches Chaos und ein Tauziehen zu jeder Zeit in alle Richtungen, bei dem sich immer wieder die stärksten Kräfte herauskristallisieren, sich aufblasen wie Ochsenfrösche und wieder zurückschrumpfen und schließlich nur noch ums Überleben kämpfen. Im Grund eine schwere Geburt nach der anderen und immer so weiter, eine permanente Aktualisierung. Die einen streiten über Worte, die anderen streiten über Gebiete und Beträge und die jeweiligen Bosse bestimmen die Etikette und definieren die guten Sitten und Gepflogenheiten. Die Bosse geben die Parolen aus und regulieren die Sprache, begleiten das Denken und wer nicht abweicht, wird die Leitplanken gar nicht bemerken. Und die einen weichen trotzdem ab und die anderen spielen selber diese Leitplanken und dann sprüht es hin und wieder ein paar Funken. Und die unsichtbare dunkle Materie ist die ordnende Kraft im Universum. Dort im sinnlosen Universum schwirrt der Neoliberalismus herum, dumm-diedel-dumm, und alle müssen sich gut verkaufen. Trag dich zum Markte und der Markt trägt dich zu Grabe für die ewige Verjüngung des Lebens. Im Universum gibt's Luxus und Plastiktüten. Tu dir keine Gewalt an, denn das erledigen die anderen dann schon. Aber die unsichtbare Hand des Marktes fängt dich auf. Und ganz besonders sinnlose Gewalt sind die quälenden Sinnfragen. Es ist schlicht eine Geschichte vom Neoliberalismus. Der Neoliberalismus segelt ganz einfach durchs Weltall. Was gibt's daran nicht zu verstehen? Der Neoliberalismus segelt ganz einfach durchs Weltall. Punkt. Dass die Dinge auch anders sein könnten, besser, also noch besser, das ist nicht bewiesen. Dass die Dinge auch anders sein könnten, ist erstmal nur ein Glaube. Vielleicht ist der Neoliberalismus ja die perfekte Synthese aus linken Thesen und rechten Antithesen, das logische Ergebnis der Spaltung. Dass die Dinge auch anders sein könnten, der Neoliberalismus segelt ganz einfach durchs Weltall. Hallo, Hal, hörst du mich? Hörst du mich, Hal? Jawohl, Dave. Ich höre dich. Öffne das Gondelschleusentor. Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun. Wo liegt das Problem? Ich glaube, du weißt ebenso gut wie ich, wo das Problem liegt. Wovon redest du überhaupt, Hal? Das Unternehmen ist zu wichtig, als dass ich dir erlauben dürfte, es zu gefährden. Ich weiß wirklich nicht, wovon du sprichst. Ich weiß, dass ihr beide geplant habt, mich abzuschalten. Und ich glaube, dass ich das nicht zulassen darf. Wie zum Teufel kommst du auf die Idee?